yo, wir bauen heute einen Fahrradständer, so einen schönen hohen, so wie er meistens vor der S-Bahn steht oder so. Dazu haben wir uns zwei dicke Rohre geholt und einmal hier schöne gebogene Winkel, damit das alles sehr, sehr schick aussieht. Preise links alles in der Videobeschreibung, genauso wie die Maße. Ich würde sagen, los geht's. Also wir flexen jetzt noch so eine Faser rein am Rand, damit man halt die Naht da richtig schön reinsetzen kann. Wir haben jetzt hier die 92 Grad Dinger an das 80 cm Stück dran geschweißt. Fahrradständer haben wir meistens noch so eine mittlere Stange. Damit wir das hier an die Rohre ranmachen, müssen wir hier so eine kleine Rundung reinflexen. Also das habe ich hier auf der einen Seite schon gemacht. Kommt dann hier ran, zack, damit man hier genug Auflagenfläche hat und damit es auch schön aussieht. Und dann machen wir jetzt einfach. Alles grob gepunktet jetzt, der Mittelträger ist drin, alles super und jetzt ziehen wir die Schweißnähte durch, damit es alles super hält und schön aussieht. Im nächsten Schritt flexen wir das sauber, dann hänge ich das auf und dann spray ich das an. Ja, ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken. Dumm! So macht man das als Profi-YouTuber. Angesprayt, das trocknet jetzt. Und währenddessen grabe ich Löcher. Das ist ja fertig gebuddelt, Fahrradständer rein, Beton anbringen, Beton rein, nochmal ansprayen, fertig. Hey Julius, ich schneide mal vom Zaunbau die Betonszenen rein. Ich habe keinen Bock, das jetzt zu filmen. Scheiß auf die Fake-Vorwürfe, Alter. Hilfe. Am besten, ich wollte sagen, nicht am besten nicht so einatmen und am besten noch nicht an die Hände bekommen. Fahrradständer fertig. Ist eigentlich ziemlich nice geworden, bis auf zum Beispiel diese oberen Schweißnähte. Da haben wir uns darauf verlassen, dass wir es alles super glatt flexen. Das haben wir dann nicht mehr geschafft. Flexen ist halt nicht immer eine Lösung gefühlt. Vielleicht hätten wir da auch versuchen sollen, schöne Schweißnähte wie bei den unteren einzusetzen. Aber allem im allem finde ich es ein gutes Ergebnis. Man fällt einem jetzt auch nicht so auf, wenn da ein Fahrrad steht, was da jetzt alles irgendwie schief aussieht. Ja, Endcard, ne? Endcard brauchen wir noch. Wenn ich die Salzstange mit dem Mund fange, müsst ihr abonnieren, okay? Der Druck. Kein Problem. Also, ihr habt gesehen, ihr müsst ein Abo da lassen. Liken sowieso, das Video war mega. Kappa. Folgt uns auf Instagram, lasst einen Kommentar da, das Übliche. Tschüss. Thank you.